Oh nein. Okay, versuchen wir das nochmal von Anfang an. Also, wir haben unsere Videokamera vergessen, was natürlich ganz toll ist. Also, hier bin ich. Ja, das ist mein Videoblog von der DrupalCon London. Diesmal London. Seht ihr den Sponsor-Badge? Das ist auch ganz wichtig. Also, das sind Alexander, Carsten und Ralf. Und die erzählen euch jetzt mal, wie sie den ersten Tag denn so fanden. Das kannst du nachlesen im Blog, das steht schon. Ja, aber das ist hier das Videoblog, das ist viel wichtiger. Carsten, du erzählst doch so gerne so viel. Also, ja. Ihr wisst, dass ich das nach gnadenlos auf YouTube poste. Ja, da freue ich mich auch drauf, dass sich die Leute irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit verschwenden, indem sie dieses Blog. Seht ihn euch an. Hallo! Klasse. Also Leute, das ist der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man ungefähr so um 5 aufgestanden ist, zum Flughafen gerannt ist, dann nach London geflogen ist und eigentlich keinen weiteren Schlaf, eine Menge Koffein und Drupal hat. Die Busfahrt war klasse, ich weiß gar nicht, was du hast. Nur weil du so ein, ich darf jetzt nicht, so, also das könnte man sonst falsch verstehen, wenn ich so komische Vergleiche ziehe, also halte ich mich damit jetzt. Achso, also meinst du, ja, es ist nämlich ganz toll, dass ich auf der DrupalCon bin, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht, was soll ich denn sagen, wenn ich schon die ganze Zeit rede? Also Leute, 1,30 haben wir schon. Jetzt brauchen wir im Übrigen nur noch Netz, damit wir das auf YouTube auch wirklich hochladen können. Ralf. Nee. Ja, Jochen, geh nicht weg. Du warst doch gleich dran. Jochen. Ach Mensch. Das ist ja aber auch ein... Warte. Ja, das ist Jochen Lillig. Genau, Jochen wohnt nämlich auch bei uns und das ist ja eine ganz, ganz tolle DrupalCon, der ich bin. Und Jochen, was wolltest du uns denn so sagen? Bist du denn gut hergekommen? Ich bin gut hergekommen, ja. Ich bin deswegen hergekommen, weil du da bist. Achso, das ist auch gut, ja. Habe ich das schon erwähnt, meine ich. Also. Ja, ich glaube, du hattest mal im Nebensatz. Okay, gut. Wir hatten es auch auf dem Weg hierher über das Thema Single Point of Failure. Da fühle ich mich aber nicht angesprochen jetzt von. Also. Ja. Ansonsten. Ja, das Wetter ist auch nicht schlecht so eigentlich, ne? Ja, also in London glaube ich tatsächlich. Also ja, ich bin noch nicht nass geworden. Der Regen kommt morgen, habe ich mir so sagen lassen. So gut, also gehen wir mal wieder hierher. Habe ich nämlich eigentlich schon gehabt. Also da ist ein ganz tolles Ballon-Druplicon, was ich euch jetzt nicht zeigen kann. Übrigens, das hier ist die Coda-Launch, ne? Also wir sitzen hier voll krass in der Lobby ohne WLAN und irgendwas, außer dass ich da bin. Aber du bist ja auch kein WLAN. Achso, ja genau. Aber ich kann Videos aufnehmen. Wir hatten einen tollen ersten Tag. Ich habe wieder ganz viele Menschen getroffen und es war eine große Freude. Und du redest schon die ganze Zeit. Warte, das geht. Ja, also mit der ganzen Reflexion. Genau. Habt ihr das auch gesehen? Ist auch irgendwo wahrscheinlich in seinem Twitter-Stream. Aber das ist auch toll. Da haben wir noch eins. Könnt ihr das sehen? Das ist auch ein Foto von mir. Von dir? Nee, ich kann eins machen. Nee, aber wir haben... Achso, im Übrigen... Doch, hier. Warte. Boah, fantastisch. Sogar mit den Pauls. Wenn das nicht so reflektieren würde. Da sieht man meine Halbglatze. Ist ja furchtbar. Und ich passe in das T-Shirt. Ich bin so begeistert. Was? Gar nichts. Also, wie sehe ich aus? Uns erwartet 3 Tage voller Drupal. Und... Wenn das jetzt heute klappt, kriegt ihr noch viel schlimme Videos, das verspreche ich euch. Schreibt sie auch morgen. Genau, schreibt sie auch morgen. Videoblogs, die Welt nicht braucht. Jetzt muss das geklappt da drücken.